Hallo, meine Freunde, da bin ich wieder und ihr kennt mich. Ich muss ab und zu mal einfach nur entspannt im Segelflieger so ein bisschen durch die Gegend cruisen und so auch heute. Ja, ich muss sowieso erstmal wieder in diese ganze Geschichte hier hineinfinden, meine Filmchen zu machen, Ideen zu kreieren und genau, ich bin da irgendwie so ein bisschen von der Rolle, würde ich das jetzt mal ausdrücken. Ja, also machen wir das, was ich am liebsten mache. Wir fliegen eine kleine Runde, ich quatsche ein bisschen dämlich. Ihr dürft mir natürlich total entspannt dabei zuhören und natürlich auch zuschauen, ganz klar. Und ein bisschen Musik gibt es heute von Anfang an. Ihr seht, es ist ein ganz, ganz kleines bisschen diesig. Mein freundlicher Helfer steht da und damit der nicht zu lange da steht, winke ich jetzt mal mit dem Seitenruder. Das kennt ihr schon, das Spektakel. Einfach ein bisschen hin und her. Und schon winkt der freundliche Mann dem Piloten da vorne. Ich habe heute mal, weil es passt, eben eine Cessna angebammelt oder beziehungsweise die Cessna hat mich ja angebammelt. Nicht jeder Flugplatz hat eine Wilga herumzustehen. Und mir ist nicht bekannt, dass es in Kirchheim eine gibt. So, ich heb mal ein ganz kleines bisschen ab, damit der Widerstand einfach geringer wird, wenn ich hinter der fliegenden Maschine hier segle. So, ich habe das Fahrwerk reingemacht. Das Fahrwerk, das Rad. Weil es ist ja nur ein Rad draußen bei der Start- und bei der Landung. Ja, es ist ziemlich kühl heute Morgen, habe ich festgestellt. Warum geht denn jetzt runter? Es ist jetzt auch um 10 Uhr, wo ich hier oder 11 Uhr, wo wir hier fliegen, nicht wirklich richtig warm geworden. Aber naja, schauen wir mal, ob das Wetter zum Thermikfliegen geeignet ist, ob ich irgendwo was finde. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es muss ja nicht jedes meiner Videos eine Stunde und deutlich drüber sein. Gestern mein erster Instrumentenfluglandung war und ist tatsächlich eine völlig neue Erfahrung. Ich werde natürlich damit auch noch ein bisschen weiter üben. Das hat auch noch einen gewissen Hintergrund. Ich habe ja immer noch, auch wenn ich noch nicht unterwegs bin, diese Geschichte mit der in 80 Tagen um die Welt. Da suche ich noch das geeignete Datum. Ich möchte noch Vorbereitungen treffen. Ich bin ja aus der Planung jetzt auch erstmal rausgefallen, weil ich hatte natürlich auch während meiner Zwangspause keinen freien Kopf, mich irgendwo um Fliegen oder irgendwas zu kümmern. Ich habe natürlich jetzt nicht versucht, den typischen Mann zu spielen und alle Bekannten anzurufen und zu sagen, mir geht es nicht so gut. Das mag ich einfach nicht. Das liegt mir nicht, das ist nicht so mein Ding. Aber natürlich habe ich für mich selbst so ein bisschen dahin gesiecht und ein bisschen dahin gelitten. Es hat doch wirklich keinen Spaß gemacht. Und gleich, wenn man sich zwei Dinge einfängt, einmal wie gesagt, ich hatte mal einen Darm, das war die eine Geschichte. Und vielleicht hört man es noch ein bisschen natürlich auch Schnupfen und Hals. Warum? Es ist ja schönes Wetter, ich verstehe es nicht. Und ja, das hat mich natürlich dann auch so ein bisschen körperlich zurückgeworfen, so von wegen, ich fahre ja ganz gerne Fahrrad. In so einer Situation kann man nicht so gut Fahrrad fahren. Und trotzdem braucht der Mensch ja so ein paar Einkäufe. Das heißt, ich habe mich tatsächlich dann auch mal aufs Fahrrad geschwungen und habe zugesehen, dass ich irgendwie eine Zeit erwische, in der das ganz gut geht.
Ich habe so in der Entfernung von dem Rad 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie schnell man in die Kurbeln tritt. Und das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Wobei die eine Verkäuferin mir dann ganz freundlich sagte: Du siehst aber scheiße aus. Gesagt, das ist mein Normalzustand, ich weiß nicht, was du willst, aber das wollte sie mir nicht so abnehmen. Und ja, ich habe dann auch meinen Nachbarn gefragt, ob er mir was mitbringt. Das hat auch gut funktioniert. So, die Cessna hat sich gelöst und naja, jetzt kreuzt sie auch noch meinen Kurs. Das macht man eigentlich nicht, aber Delta Sierra Tango traffic, Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha 2 miles southeast 4,200 feet inbound to land runway 12. so, das Gedödel habe ich im Vorfeld ausgemacht. Wer drauf steht, einmal die Hand heben. Ich kann es natürlich auch gerne einschalten. War natürlich ein Joke, das wisst ihr alle. Ich kann ja nicht sehen, wenn ihr jetzt die Hand hebt. Ja, es gab ein Update für dieses, wobei ich tatsächlich, wir sitzen jetzt in der elektrischen Discus 2C, also das ist dann die FES-Version. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das für den Standardglider war oder für die Elektro-Version. Aber nebenbei angemerkt, ich habe nur gesehen, dass es ein Update gab, aber was dieses Update bewirkt und welche Vor- oder Veränderungen es mit sich gebracht hat, keine Ahnung. Kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Und ihr wisst ja, ich rede so gerne, aber wenn ich dann nicht weiß, was sich geändert hat, dann lassen wir das einfach. Und es gab ein Update, was da irgendwas haben sie wahrscheinlich verändert, verbessert, vielleicht auch irgendwelche Dinge gefixt. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich jetzt hier so entspannt mit euch unterwegs zu sein. Über da hinten ist Kirchheim, hier ist Auen. Das ist nicht Kirchheim. Da hinten ist Weilheim. Tatsächlich kenne ich jetzt nicht jedes Kaff hier. Ja, aber ich werde hier demnächst mal mit dem Fahrrad herfahren. Das ist auch eine ganz schöne Strecke. Und mir ist vorhin aufgefallen, die Godfans, die haben ja dieses Segelflugzeug hier kreiert. Die haben relativ viele Lackierungen, die sie für dieses Flugzeug anbieten. Und bin ich auch sehr überrascht und musste so ein bisschen in mich hinein lächeln, weil ich weiß, vor, ich sag mal, geschätzten 30 Jahren oder kann sogar ein paar Tage länger her sein, habe ich mal eine sehr interessante Studie gesehen, weil da waren natürlich einige Fragen, so von wegen, kann ich mein Flugzeug umlackieren, muss es denn weiß sein? Und ein deutscher Segelflugzeughersteller hat dazu eine Studie veröffentlicht und hat gesagt, wir übernehmen keine Garantie für vor allem dunkel lackierte Segelflugzeuge. Und heute sind definitiv auch Segelflugzeuge älteren Baujahrs mit dunkleren Lackierungen unterwegs.
Und wenn man sich vorstellt, hier diese modernen Ultraleichtflugzeuge sind ja aus Kohle, Glasfaser, Verbundwerkstoffen. Und die haben doch schon recht scharfe Lackierungen und es sind auch Lackierungen dabei, die nicht hell sind. Und früher haben sie sich darauf gestützt, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wenn ich jetzt eine dunkle Beschichtung auf dem GFK, also glasfaserbeschichteter Kunststoff, nee, Kunststoff, das ist ja ein Gemisch, Glasfaser, Kunststoff im Prinzip, der würde weich werden, wenn er sozusagen durch eine dunkle Farbe beschichtet ist und sie übernehmen keine Garantie für die Haltbarkeit. Und wenn ich heute angucke, JBL und wie sie alle heißen, sind recht dunkel lackiert mitunter. Und ja, da scheint es ja keine Probleme zu geben. Und ich weiß eben, dass auch einige Flugzeuge nachträglich auf dunkel lackiert sind. Also diese klassische, natürlich überwiegt es nach wie vor das klassische Weiß. Ich finde es auch schön. Ich bin da so ein bisschen altbacken. Aber die Sache ist halt so, dass die Flugzeuge nicht auseinanderzufallen scheinen, wenn sie dunkel lackiert sind. Wobei, für mich war das damals tatsächlich schlüssig, kann ich nicht anders sagen. Ich hatte mal einen Rennflieger, der war tatsächlich komplett aus Glasfaser gebaut. Also auch die Tragflächen, die Leitwerke, der Rumpf, alles Glasfaser. Der sollte nicht so viel wiegen und hatte auch eine Standardspannweite von, also es war so ein Standard-Pylon-Renner, sagt man, mit 1 Meter Spannweite und motorisiert mit einem sehr hoch drehenden 3,5 Kubikzentimeter Zweitaktmotor. Wobei meiner war nicht so schnell. Also die haben damals schon ganz, ganz locker die 200 entspannt überschritten und meiner war geschätzt 170, vielleicht 180. Wenn ich ihn angestochen habe, also ganz hoch geflogen und dann spitz runter, ist er vielleicht sogar tatsächlich schneller geworden. Aber er war nicht so schnell. Für mich war es schnell, weil ich ja hier der Gemütliche bin. Und den habe ich mal im Auto in der Sonne liegen lassen und er hat sich verzogen. Also ist ganz, ganz krumm geworden, weil es eben weich geworden ist. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das ein handgemachter, also kein Fabrikflieger in dem Sinn war, sondern handgemacht war, vielleicht auch nicht getempert. Also tempern ist, wenn ich das GFK frisch, wie es ist, eben gerade laminiert und dann wird es mit Heizdecken belegt. Und wird so auf zwischen 60 und 80 Grad, aber nicht deutlich über 80 Grad, eben temperiert, dann härtet der Kunststoff deutlich schneller aus. Das Kunststoff ist ja ein Gemisch aus Harz und Härter und die Wärme begünstigt sozusagen den Härteprozess, den Aushärteprozess und man sagt auch nicht nur, dass die ganze Sache schneller geht, das weiß ich. Es wird auch gesagt, dass der Kunststoff härter wird, wenn er eben getempert wird. Er wird robuster und hält mehr aus. Aber das ist eine Sache, die kann ich so nicht sagen. Ich habe jetzt kein Datenblatt auch vor der Nase, dass ich das jetzt mit Daten belegen könnte. Aber im Flugzeugbau werden sehr viele Dinge, die wichtig sind, Tragflächen, Rumpf und gewisse Schalen und so weiter. Weil der Witz ist ja, dass dieses Cockpit hier aus einer Außenschale und einer Innenschale besteht. Und im Falle eines Crashs ist die Kombination maßgeblich. Nicht die eine oder die andere Schale, sondern tatsächlich ergibt sozusagen die Kombination aus den Bauteilen ergibt diese hohe Stabilität von diesem sogenannten Monocockpit. Das heißt jetzt nicht, dass es aus einem Teil gegossen ist, sondern am Ende ist es wie ein Cockpit aus einem Guss, sehr robust, sehr stabil.
Natürlich, wenn ich mit der Kiste stumpf unten einschlage, dann ist die Belastung einfach eine andere. Aber die Rümpfe halten heute doch auch etwas aus. Also ich weiß nicht, wie es ist, aber ich sag mal, ein Sturz aus 20 Meter Höhe ist die Überlebenswahrscheinlichkeit in einem modernen Kohlefaserrumpf, Monocockpit, bla bla und so weiter, sehr, sehr viel höher als früher. So, da drüben ist unser Flugplatz. Da ist das kleine Käffchen, Städtchen, Dorf, Auen. Ich sage es nochmal für die, die mich noch nicht kennen. Auen wird Owen geschrieben, aber nicht so ausgesprochen. Die Leute, die hier leben, die wissen sofort, wenn du daherkommst und sagst, wo ist denn oben? Da hast du dich schon verraten, ob du den Dialekt kannst oder nicht. So, ist schon wieder eine Viertelstunde rum. Wir sind noch immer am Segeln, haben ein bisschen Höhe vernichtet. Und das sieht doch gut aus. Habt ihr gemerkt, der rechte Flügel hat sich gehoben und ich bin jetzt sozusagen da reingedreht. Und geht jetzt nicht so überraschend viel, aber so ein bisschen was. Bisschen. Guck, 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 wir steigen. Oh, wir steigen aber ganz gut. Naja, weiter, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Reiß mal ein bisschen was raus hier. Geht ein Flugzeug und blinkert vor sich hin. Also hier ist das Fenster offen. Nicht, dass ihr euch wundert, hier ist ein Bug. Nee, ist nicht. Ich habe das Fenster einfach mal aufgemacht. Deshalb hören wir auch den Wind ein bisschen deutlicher als sonst.
Ich fliege jetzt so eine Schleife vor den Berg, weil ich mal davon ausgehe, dass das gerade der Hangaufwind ist, den ich hier sozusagen erwische. Und da machen sich tatsächlich Schleifen vor dem Berg ganz gut. Weil man sich dann durch die Schleifen nicht... Also du fliegst immer so eine 8 und die kannst du viel besser, also finde ich jedenfalls, dass du dich viel besser vor so einem Berg fliegen lässt, dass man sich nicht über den Berg rüber wehen lässt. Als wenn man immer nur Kreise fliegt. Zumal du sehr viel besser rundum gucken kannst. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt den Kreis weitermache, dann komme ich wieder näher an den Berg. Und meistens ist die Thermik so gewisse Entfernung vor dem Berg, oder Thermik nicht der Bergaufwind, viel deutlich, aber hier geht es eigentlich noch ganz gut. Aber merke im Moment, also mit der 8 lief es besser, da habe ich nicht so viel Abwind gehabt. Falls ich zu hoch komme und ich Sauerstoff brauche, habe ich auch eine Flasche dabei hier mit Maske. Aber im Moment geht es bei einem hier ganz gut runter. Aber, nicht aber, sondern aber, wir sind ja schon wieder gute 20 Minuten und ein bisschen länger in der Luft. Und ich hatte nicht vor, heute mit euch einen Tagesausflug zu machen. Okay, ich habe gedacht, dieses Lied habe ich gelöscht. Das ist nämlich das komische Lied mit dem komischen Titel Bird Therapist oder Therapist, was so viel wie Vogeltherapeut. Und ich finde den Titel einfach zum Schießen. So, dann fliegen wir jetzt hier mal um den Berg rum. Hier oben steht ja normalerweise die Burg Teck. Also normalerweise heißt bei mir im realen Leben, damit ihr sozusagen mich verstehen könnt. Jetzt ging es aber hoch. Habt ihr es gesehen? Da, das knallt voll. Wow, jetzt wird's rockig.
Also ich glaube, heute könnte man eine ganze Weile oben bleiben. Wenn man dann unbedingt möchte, weil das ist jetzt natürlich nicht so mein Wunsch. Ich glaube, eine halbe Stunde fliegen ist okay. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen... Sowas macht mir auch mal Spaß. Aber da kennt ihr mich ja schon genug, ne? So. So, nicht übertreiben mit der Geschwindigkeit. Dein Flugzeug verglückt, vor allem verunglückt. So, und sehr cool ist, dass dieses Hochhaus da wirklich steht. Also ich könnte jetzt natürlich den E-Motor anmachen und nochmal aufsteigen. Ist aber gar nicht mein, das Gelände sieht aber nicht gut aus. Ist aber gar nicht mein Wunsch. Ich glaube, das hier gibt es auch nicht mehr. Das war sozusagen ein Baumaschinen wie nennt man das? So, Zeug für den Tunnelbau. Weil da haben sie durch den Eichelberg durchgebohrt. Und Rad raus. Mal ein bisschen bremsen hier. Ja, und da haben die natürlich irgendwo einen Platz gebraucht, um das abzustellen. Und da haben sie den Bauern halt für eine Weile das ein bisschen Gelände ab weggepachtet. Keine Ahnung, wie man es nennt. Und ist das Rad jetzt eigentlich draußen? Ja.
Also, das ist jetzt echt keine Schadenfreude, aber da liegt dort die Cessna auf dem Kopf. Entschuldigung, es heißt Cessna. Okay. Plupp, umgefallen. Haube auf. Tatsächlich. Entschuldigt, Leute, ist echt keine Schadenfreude, aber es ist doch ein bisschen doof, oder? Uiuiuiui. Uiuiuiui. Okay, also, lustige Szene. Cessna ist auf den Kopf geplumpst. Ich hoffe natürlich, dass niemandem was passiert ist und dass alle heile und gesund sind. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch entspannt. Es war wieder mal schön und es hat auch euch gefallen. Mir bringt es natürlich immer wieder Freude. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ade, euer Flieger Michel.